So, da sehe ich jetzt keinen mehr. Da ist noch eine Truhe. Basishalskette der See und Wasseratmung an selbst. Ich glaube, die könnten wir sogar tragen. Schwacher Trank des Meeres, Baldhams Einsicht und 15 Gold. Die Halskette, kann ich die tragen? Ja, wow, es ist halt auch fast alles kaputt. Schon wieder. Kein Wunder, dass wir so viel Schaden bekommen. So, die können wir tragen, dann verkaufe ich auch die ganzen Unterwassertränke. Ja. Und jetzt? Wir haben Waldlichtstängel wieder bekommen. Vielleicht geht da ja was. Nein. Mist. Festigen Willenskraft hätte ich vorhin wegen der Mana-Wiederherstellung trinken. Hier, das sind 1,5 Kilo. Mann, was nehme ich denn jetzt? Ist da, vielleicht einer irgendwie Stärke oder sowas? Nö. Aber Unsichtbarkeit und Ausdauer verstärken, auch nicht schlecht. Mann, ist das blöd. Kann ich nicht irgendwas da lassen? Mann, ich... Das Kurzschwert da... Mann, wollte ich das nicht vorhin verkaufen? Habe ich das nicht ver... Ach nee, das habe ich gerade eben erst gefunden, oder? Mist. Saublöd. Mann, ich will nichts mehr ablegen. Ich finde das toll so. Mit den ganzen Sachen, die ich habe. Mann, ich nehme jetzt noch einen außer wie die Herstellen-Trank. Wow, wie die Tränke auch einfach 1 Kilo wiegen. Hier, den da nehme ich. Wow. Ich nehme noch einen. Wow. Okay, dann nehme ich halt. Und da ist einer mit 1 Kilo. 3 Tränke verschissen, die wir hätten verkaufen können oder tatsächlich gebrauchen können. So, jetzt glaube ich hoch. Das heißt, jetzt sind wir im Kreis. Gehen wir mal da lang. Geringere Entnervung, Ausdauer entziehen. Allgemeiner Sehnenstein mit kleiner Seele, 17 Gold. Oh, Moment mal, vielleicht können wir den benutzen. Kriegt der Goblin Schamanenstab. Habe ich noch eine mit 300? Nein, dann hätte ich es vielleicht in den Bogen tun sollen. Ich glaube, hier geht es gar nicht mehr weiter, oder? Da und keine Ahnung wo. Naja. Mal sehen. Vielleicht haben wir auch schon alle Gegner besiegt. Also hier ging es, glaube ich, eh nicht mehr weiter, oder? Nein. Wir konnten hier auch nichts looten, nein. Dann gehen wir jetzt da rein. So, unser Licht ist auch bald aus. Ich speichere jetzt einfach mal. Da ist unser Licht aus.
Ich glaube, unser Schild ist kaputt. Gib mir nur Zeit zum Heilen. Hey. Hast schon recht. Nicht gut. Hey. Was? Ein Minotaurus? Warum ist hinter mir ein Minotaurus? Und warum laufe ich jetzt hier durch diese Gegenden, wo ich die doch gar nicht erkundet habe? Oh, scheiße. Ja. Warum war hinter mir ein Minotaurus? Boah, Mann. Zum Glück habe ich doch direkt davor gespeichert. Es hat einfach ein Minotaurus da. Ich glaube, ich kriege die Krise. Da hinten ist der Minotaurus. Der auch schon kommt. Zerstörung hat sich verbessert. Wo ist der Minotaurus? Ich sehe ihn nicht. Lol, der hängt. Block hat sich wieder mal verbessert. Voll fett. Wir wiegen wieder mal zu viel. Ich nehme gleich mal einen Ausdauertrank, den für ein Kilo. Und ich nehme einen Lichttrank für ein halbes Kilo. Und ich schaue mal, ob ich mit dem Tollfett was machen kann. Nein, habe ich schon 4. Mist. Ja. Ein Welkenstein noch. Das sind ja 2 Wege nach oben, das habe ich gar nicht gemerkt. Ist das hier der... Nein, das hier ist... Das ist das da. Okay. Dann dort hinter. Holen wir uns den Minotaurus. Wir speichern mal. Diese Höhle ist definitiv nichts. Oder schon in einem höheren. Hat dann schon ein höheres Level Bedarf oder eine höhere Level. Grenze. Und ist eigentlich, glaube ich, sogar schon ein bisschen zu schwer für uns noch. Da ist er. Daneben. Wir warten mal kurz wieder, bis sich das Mana regeneriert hat. Das können wir uns... Oder egal. Jetzt steht er gerade so schön. Ich glaube, jetzt laufe ich. Das macht ihm irgendwie gar keinen Schaden.
Er macht weniger Schaden als die Trolle, aber... Wow. Aber er hält halt so unglaublich viel aus. Mein Schutz ist aus. Komm mal wieder hoch. Ich heile mich so lange. Hey! Der hat echt Probleme mit der Treppe. Nein, au. Hey. Au. Lass das. Nee, nee, nee. Die Hörner lässt du gefälligst. Au. Das hat... Oh nein, jetzt ist er wieder oben. Oder? Ja. Hey. Nee, nee, nee. Die Hörner bleiben weg. Bald haben wir ihn. Ich glaube, bald ist mein Schwert kaputt. Na komm. Wow, nein, komm nicht. Er ist kaputt. Minotaurenhorn, 5 Kilo. War ja klar. Hut des rauen Wulstlings. Mühsal, 17 Punkte für 67 Sekunden. Okay. Und der Ertrag gewicht wahrscheinlich ein bisschen mehr. Hä, wo ist der? Das ist ja ein Gift, genau. Mühsal, 2 Kilo wiegt der Trank. Boah. Wir nehmen einen Welkenstein. Ach, und ein Lichttrank. Wo sind denn die Lichttränke? Da. Und wir können uns immer noch nicht bewegen. Außer ist leider schon voll. Wir müssen unbedingt mal ein paar Sachen verkaufen. Halt, gerade ging es nochmal. So, wo ist die Waffe? Stahlkriegshammer. Ja, nee. So, da müssen wir, glaube ich, runter, oder? Ich glaube, ja. Nein. Nein. Da hätten wir runter müssen. Ich nehme doch noch einen Ausdauertrank. Dann können wir nämlich ein bisschen springen.
So, ich glaube, das war's jetzt aber hier. Ich speichere mal, dass wir den. Der Minotaurus war leichter tatsächlich als die wilden Trolle und die. Das war's schon mit dem Lichttrank. Ja, als die wilden Trolle und die Oger. Also die Oger sind ja sowieso heftig gewesen. Wobei eigentlich fast nichts heftig ist, wenn ich Pfeile für meinen Bogen habe. Claymore der Fragmente, Waffen auflösen, okay. Basisring der Klinge, festigen Schwertkampf, 6 Punkte dann selbst, andauernder Effekt, geil. Große Sehnstein, derzeitige Sehnstufe allgemein, geil. Den Ring nehmen wir gleich mal, festigen Schwertkampf, juhu. So, es ist halt einfach alles kaputt aus unserer Brustrüstung. Wieso wiegen wir jetzt so viel? Ach, scheiße. Ich dachte, das ist eine Zauberrolle, aber das ist ein Claymore. Oh, Mann. Das müssen wir hier lassen. Claymore der Fragmente. Jetzt gibt es doch einen Sinn. Ich dachte, wieso heißt denn eine Zauberrolle Claymore? Brustharnisch des Diplomaten. Gift widerstehen. Wir müssen noch mal her. Also, wir müssen hier unbedingt wieder her. Die Sachen bringen Geld. Das hatten wir schon. Wie geht's dahin? Hier jetzt raus? Okay, das ist geil. Wir gehen vorher allerdings den anderen Weg mal eben. Das ist geil, weil dann können wir den Hintereingang nutzen. Kommen hier sofort hin. Selbst wenn hier der Monster wieder neu gespawnt, die Monster neu erschienen sind. Was ich mal nicht glaube. Vor allem waren die Kobolde ja auch noch tot. Obwohl wir die Schnellreise nach Pumar gemacht haben, dort kurz geschlafen haben und dann wieder zurückgereist sind, waren die Kobolde auch noch tot. Aber da können wir da wieder rein und die Sachen nur schnell mitnehmen und fertig. Galtus Previa. Okay. Zerbrochener Schild. Bietet. Wie gar nichts? Wie gar nichts. Leichte Rüstung. Wie geht nichts? Okay. Den brauchen wir bestimmt für irgendwas. Den brauchen wir 100 Pro für irgendwas. Das, hier ist eine Quest für. Deswegen war das auch so schwer. Aber schön, dann haben wir das schon mal erledigt. Haha. Gut, dann gehen wir jetzt da hinten raus. Holen uns dann hoffentlich einen zweiten Schnellreisepunkt. Und dann machen wir eine Schnellreise nach Buma, verkaufen sehr viel und dann können wir uns den Rest hier auch noch holen.